Willkommen zurück hier im Pokémon Ranger! Spuren des Lichts! Ach ja, wir müssen zu Booker, denn die MS Ranger gehört repariert! Haben noch ein paar Aufträge erledigt, okay, einen und ein Zwerfenz gefangen. Zwerfenz ist cool. Oh yeah. So, auf geht's zu Booker! Auch natürlich schauen, ob hier Aufträge sind. Und dann will ich auch mal wieder in die Vergangenheit, das waren wir ja schon ewig nicht mehr, weil ab jetzt heißt es, es ist optional, jetzt ist es kein Muss mehr, weil der Celebi wird euch von selber nicht mehr zurückholen. Pichu! Pichu, Pichu! 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 Was ist das hier für ein Radar? Oh, ihr seid's. Oh, dir scheint es zu gut zu scannen, freu mich aber. Dir auch und dir auch und ihr seid ja alle putzmunter, das ist ja Hauptsache. Ne? Oh. Ohne alle Welt haben diese Pitcher bloß gesteckt. Ein Frachtcontainer in ein U-Boot. Also, so, ja. Die Bockneber haben sie in ihre Gewalt gebracht, sagst du? Boah, genau das, was ich befürchtet hatte. Was sind das für Schleusale? Das muss für die kleinen Pitcher ganz entsetzlich gewesen sein, die armen Pitcher. Ich muss schon was verweilen. Haben sie sich auch bei euch zwei Menschen und dem ukulelen Pitcher bedankt? Na, haben sie das? Haben sie das? Pitcher! Jetzt gerade eben. Sehr schön. Ihr habt euch also alle ganz artig bedankt, wie es sich gehört. Ja, und? Ich habe ein kleines Geschenk für euch. Komm mal eben, wir haben ein kleiner Was? Klampfen-Virtuose? Klampf? Pichu! 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 Ich leih mir einmal kurz deine Ukulele, okay? Es gibt ein neues Ukulelen-Upgrade! So, das wär's auch schon! Pichu? Deine Ukulele reagiert jetzt noch besser auf elektrischen Strom! Damit dürfte die Töne, die du auf ihr spielst, noch intensiver sein und länger nachklingen als bisher! Geht's Rocky Party los, jetzt geht's Rocky Party los, jetzt geht die Rock Party los! Yay! Oh, ah, hier, wieder. Noch länger! Jetzt geht Pichu ab! Pichu Pichu! Die Musik der Ukulele hat an Intensität gewonnen! Das klingt richtig fetzig! Also ganz toll, Pichu! Übrigens hatte ich euch den Eindruck, dass irgendwer versucht hat, ihr Ukulele zu stimmen. Ja, das war nix. Also Meister, das war ich, um ehrlich zu sein. Da hast du aber solide Arbeit geleistet, mein Lieber. Und deine Bemühungen, den alten Meister die Mühe zu ersparen, ist wahrlich alle Ehren wert. Aber Meister, ich werde ja jetzt ganz rot. Aber du hast noch viel zu lernen, mein lieber Nick. Man sollte später nämlich nicht erkennen können, dass jemand daran rumgewerkelt hat. Sei doch nicht so streng mit ihm. Nimm es dir nicht so zu Herzen, Nick, und gib weiterhin dein Bestes. Wir werden uns dann einmal auf den Weg zur Isla Dolcemi machen, um diese Pichu hier wieder nach Hause zu bringen. Ich hätte gern echt vermisst, aber sie gehört nun mal einmal nach Hause. Hör mal eben her, mein lieben Pichu. Das Boot, mit dem ihr mir. Ja, das wollte ich sagen. Mit dem ihr zur Isla Dolcemi übersetzen werdet, ist ziemlich klein. Achtet darauf, vor Freude nicht so ausgelassen herumzutollen, dass ihr am Ende womöglich noch das Boot zum Kenner bringt, ja? Die doch nicht. Die Kleinen sind doch auch mit dem Schiff hergekommen, macht ihr bitte keine Sorgen, die sind doch alle ganz brav und wohlerzogen. Mehr ernsthaft, wer hat die erzogen? Allerdings war jedes Schiff auch ziemlich groß. Was? Ein großes Schiff hier in Oblivia? Eigentlich sind wir genau deswegen zu dir gekommen. Also, wir brauchen eine Reparatur. An der MS Ranger. Was? Die MS Ranger liegt im Hafen vor. Will er die Agonal vor Anker? Er wollte einem alten Mann wie mich doch jetzt hoffentlich nicht verschaukeln. Also kein Scherz. Die MS Ranger hier bei uns im Hafen? Kaum zu glauben! Wie geil! Er wechselt sie auch nicht sicher mit einem ollen Kann wie der MS Denker. Gibt's sowas? Versteht bitte nicht falsch, ich will nicht sagen, dass ich euch nicht traue, aber ich glaube, es ist erst, wenn ich die MS Venture mit eigenen Augen sehe, ja? Ich gehe mal eben persönlich nachsehen. Mach das. Ich Schussel, da habe ich noch ganz Wichtiges vergessen. Ich dachte schon, er ist schon fertig.
Egal ob es sich um die MS Ranger oder einen ollen Kahn handelt, das Loch im Schiffsboden muss alle Fähre verschlossen werden. Und dafür brauche ich unbedingt geeignetes Werkzeug. Ha, das ist schon. Woher habe ich denn noch mein Werkzeug? Verdammt! Jetzt bin ich bestens vorbereitet, euch auf den Leim zu gehen. Was? Aber was rede ich hier noch lange? Ich mache mich besser gleich auf den Weg! Ciao! Ey, Meister, nehme ich bitte auch mit! Meister! Tja, so muss ein Lehrling sein. Fleißig und voller Tatendrang. Dann wollen wir mal hinüber zu Isla Dolcevi. Bitte! Zu Isla Dolcevi! Mit den ollen Kahn hier unten, der hier rumsteht, noch immer. Mit dir am besten, Angela. Lass mich ran! Ich sollte dich zu Isla Dolcevi. Jo! Kein Problem! Los geht's! Dann legen wir ab und rudern hin. Da werden wir schon. Da werden wir. Isla Dolcevi. Ich komme zu Hause, Pichu. Pichu! It's Pichu! 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 Mein lieben kleinen Pichu, ich freue mich sehr für euch, dass ihr jetzt wieder zu Hause seid. It's Pichu! Hey, Kukulelen-Pichu, was los? Geht gleich mal knallab mit. Nanu, das war jetzt aber eine recht knappe Verabschiedung. Ja. Aber andererseits ist Gefühlsloselei nun auch nicht das Gelbe von Ei. Das reibt sich sogar irgendwie. Pichu! Hm? Was ist los? Nanu, was sagst du bloß Ukulelen-Pichu? Pichu, Pichu! Pichu! Wow! Hey, hey, aufpassen! Was ist denn mit euch? Wollt ihr uns irgendwas Bestimmtes sagen? Oh, die tragen uns einfach. Ja, die tragen uns. Weg. Die Pichu sind irgendwie lustig. Pichu! 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 Pichu, Pichu, Pichu! Jetzt geht die Pichu-Party los, oder was? Pichu! Geile Musik. Piepi, zwiepi! Chupichu! Ihr seht nicht süß drauf. Pichu! Ach, diese Pichu. Wir haben uns bei euch zu bedanken. Eure unermüdliche Heiterkeit hat uns im Unterseeboot ständig dazu angesprochen, alles zu geben. Was? Ich hätte auch ohne Pichu alles gegeben. Nur so nimmt man. Aber geile Musik. Pichu. Pichu. Die sind so süß, die geil. Na, mein kleiner Ukulelenspieler, da du ja das Paterbock von Haare bist, wirst du sicherlich nicht mit den anderen Pichu mitgehen, richtig? Richtig? Pichu, Pichu. Das klingt nach noch nicht. Wie bitte, Pichu? Nun, schließlich warst du ja ursprünglich auch mit allen hier zusammen. Und das Ziel, deine Freunde zu retten, hast du ebenfalls erreicht. Also kann ich schon verstehen, wenn du hier bleiben möchtest. Ahari wird sicherlich Verständnis dafür haben. Pichu, 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 Pichu! Nun, für uns wäre es natürlich eine große Hilfe und Erleichterung, wenn du uns weiterhin begleiten würdest, Pichu. Was sagst du dazu, Harry? Natürlich. Wenn ich deinen Gesichtsausdruck richtig deute, Harry, dann hast du deine Entscheidung bereits getroffen, nicht wahr? Freust du dich, Pichu? Pichu! Tja, das Pichu... Es kommt doch mit. Überraschung. Hey, Avenger. Ah, Flavio, schon lange nicht gesehen. Habe ich euch endlich gefunden? Hä, was gibt's? Was gibt's, Flavio? Ich sollte euch diesen Brief hier überreichen. Einen Brief? Okay, lass mal lesen. Hat er einen Brieföffner für mich? Ah, mach einfach auch. Da stehen tatsächlich unsere Namen, aber von wem ist der Brief überhaupt? Von einer hübschen jungen Dame mit ganz zauberhaften blauen Augen. Oh, ich glaube, das war Azurauge. Meinst du etwa Azurauge? Nun mach schon, lies ihn unsere Charge vor! Kannst du nicht selber lesen? Naja. Solltet ihr gerade diesen Brief in Händen halten und lesen, so war euch ebenfalls das große Glück beschieden, das Boot unbeschadet zu verlassen.
Ich werde euch nun erklären, weshalb ich das Unterseeboot auf Grund laufen ließ. Unerwarteterweise erhielt ich einen wichtigen Funkspruch. Mir wurde unmissverständlich mitgeteilt, dass ich mein Amt niederzulegen habe. Okay. Dadurch, dass ich euch im alten Anweis in die Falle gegangen bin und somit die Umsetzung des Plans gefährdet habe, sei man mit der Geduld am Ende. Bei jenem Plan Z, der darin bestand, das Unterseeboot zu versenken, handelt es sich folglich um einen Akt der Verzweiflung einer Verratenen. Aha. Es tut mir auch richtig leid, euch in diese Angelegenheit verwickelt zu haben. Bitte verzeiht mir und vielen Dank, dass ihr mich gerettet habt. Oh, der Brief geht ja auf der anderen Seite noch weiter. Oh, danke, dass du sagst, hätte ich nicht gemerkt. Lies bitte auch den Rest. Zum Schluss möchte ich euch noch etwas Wichtiges verraten. Zinnoberauge soll zum Was? Feyadeira-Vulkan aufgebrochen sein. Oder nennt man das Feya? Y im Namen ist immer so komisch. Feyadeira. Feya. Ach, meine Güte, auf jeden Fall auf dem Vulkan aufgebrochen sein. Ich hoffe, dass wir somit Squid sind. Azuauge. Wer hätte das gedacht? Zinnoberauge hat sich also zum Feyadeira-Vulkan aufgemacht. Aber, wo befindet sich dieser Feyadeira-Vulkan überhaupt? Nie gehört. Im Süden, Klammer, Pfeil nach unten, Bolivia-Region liegt eine Insel namens Isla Feyadeira. Da befindet sich auch der gleichnamige Feyadeira-Vulkan. Die Überfahrt dürfte aber wohl mit einem großen Schiff gelingen. Mit dem Boot ist es ziemlich hart. So, ich werde mal dann einmal auf den Heimweg machen. Bis dann, tschüss zusammen! Ciao, Flavio! Danke, Flavio! Nur ein großes Schiff, also. Das einzige große Schiff, das ich kenne, ist die MS Ranger. Vielleicht hat Booker den Schaden ja bereits auch behoben, aber andererseits weiß ich nicht, ob er eben anstand ist, ein solch großes Schiff zu reparieren. Lass uns jedenfalls erst einmal nach Villa di Agona gehen. Aber bevor ich dorthin gehe, meine liebe Sonja, schaue ich noch kurz, ob hier Aufreger sind. Sieht nicht danach aus. Und dann will ich mal wieder in die Vergangenheit schnuppern. Man kann das nämlich auch solo machen, also solo spielen, einzeln. Es ist ja für den Mehrspieler-Modus gedacht. Moment, kenne ich dich? Moment, komm mal zurück. Axel. Also du bist das. Dr. Etwas bereits zum nächsten Wort gezogen. Arbeitet viel härter als die meisten jungen Leute. Das sagst du. Ich habe auch hier schon einiges mitgemacht, ja? Die Pokémon-Menschen sind jetzt auch nicht gerade die Ältesten. So, hier ist auch nichts los im Moos. Die Musik ist immer cool geblieben. Da. Ich frage mich gerade, was passiert eigentlich, wenn Sonja in der Gruppe ist? Ich habe sonst immer das mit der Vergangenheit immer früher gemacht, bevor Sonja in der Gruppe war. Na, schauen wir einfach mal. Hey! Als es Stein geläutet hat, habe ich kurz die Augen geschlossen. Du allerdings hast dich gänzlich aus dem Staub gemacht. Was? Ich? Nö. So. Eine Sätze bemacht. Durch die Zeit reisen. Jo! Mach ich mal wieder. Ciao! Sonja bleibt auch da. Genauso wie Pichu. Da werden wir wieder. Willkommen in der Vergangenheit. Oberer Bildschirm hat sich vollkommen geändert. Bibi, Celebi? Jo, da bin ich auch wieder mal hier. Guten Tag, Celebi. Oh, du bist wirklich gekommen. Du bist wirklich gekommen. Tanza, Kira, heißt hier. Da bin ich mal wieder. Hallo. Auch wenn es um Zeitparadoxen hier geht. Hust, hust. Ich bin froh, dich zu sehen, Harry. Wir haben schon auf dich gewartet. Bevor wir dich in den Tempel lassen, möchte ich dir noch etwas erklären. Pass gut auf, denn es ist sehr wichtig. Irgendetwas stimmt nicht mit dem Fluss der Zeit im Inneren der Tempel. Was? Hat jemand hier an der Zeit rumgedreht? Wenn du dich in eine gewisse Zeit lang in ihnen aufgehalten hast, wirst du gegen deinen Willen wieder aus ihnen hinaus befördert. Ja, da drin ist nämlich ein Zeitlimit. Und noch etwas Wichtiges. Um bis in das Innerste eines Tempels vorzudringen, musst du auf ein rotes Warpfeld steigen. Doch zunächst einmal musst du dieses Warpfeld aktivieren. Erst wenn du das Ziel erreicht hast, das dir für den jeweiligen Tempel gesetzt wurde, lässt sich das rote Warpfeld in Betrieb nehmen. Jeder Tempel hat eine andere Herausforderung. Es wird immer schwerer. Moment, kurz trinken. Ah, tut es gut. Aber du solltest dich darauf gefasst machen, dass auf der anderen Seite des Warpfels immer ein Pokémon auf dich lauert, das den Tempel bewacht.
Achso, das war du. Entschuldigung. Warum redest du heute wie Tanza? Ja, meine Stimme ist nicht gehüllt. Harry, es tut mir wirklich leid, dass du dich nun mit dem Salzheim-Puck-Problem in einer dir unbekannten Zeit herumschlagen musst. Ach du, ich denk schon nicht mehr drüber nach. Zeitparadoxen ist schon fast schon meine Spezialität geworden. Nur fast. Ich flehe dich an. Wir sind auf deine Hilfe angewiesen. Wenn du eine Frage zu dir etwas hast, dann, die dir in dieser Welt aufgefallen ist, dann wende dich einfach an unsere Freundin, die Weise. Jetzt ist meine Stimme normal. Wir haben übrigens noch eine neue Verbündete. Komm, ich stell sie dir vor. Oh, Tag. Willkommen, Besucher aus ferner Zukunft. Hm? Sie gehört jetzt zu uns. Sie ist ein wandelndes Lexikon, was das Thema Pokémon angeht. Ach so! Welches ist der Pokémon Nummer 400? Na? Na? Ich weiß es selbst jetzt nicht. Mein Name lautet Ney. Schön, dich kennenzulernen. Ich habe mich Tanz und seinen Leuten angeschlossen, um sie so gut ich kann bei dieser Sache zu unterstützen. Aber meine Hilfe ist leider sehr einseitig. Alles, was ich für euch tun kann, ist, über die Herztafeln der Pokémon zu beschwören. Was? Du weißt wahrscheinlich noch nicht, was eine Herztafel ist, oder? Nope. Pokémon hinterlassen diese Tafeln als Zeichen ihres Vertrauens. Sie drücken damit also aus, dass sie sich dir als Partner anschließen möchten. Oh, also wie ein Pokémon Almir. Ich verstehe. Wenn ein Pokémon dir also vertraut und du eine solche Tafel findest, dann bringst sie aus deinem Tempel zurück und sprich mich an. Mach ich. Also es gibt hier nicht nur Blindfall als Zusatz-Pokémon, sondern viel, viel mehr. Was eigentlich ziemlich nett ist. Aber Blindfall finde ich so süß. Sie schließen sich dir also genau wie Blindfall als Pokémon-Freund an. Ist dein Fangkomm eigentlich voll einsatzfähig, Harry? Jupp, der ist voll. Bei den Fangversuchen gab es zwar keine weiteren Probleme damit, aber wurde er während deiner Reise durch die Zeit auch ganz bestimmt nicht beschädigt? Ich hoffe mal nicht. Schaut ganz normal aus, ne? Moment. STS? In der Zeit gibt es ja schließlich noch keine Fangcoms. Der STS meldet sich nicht! Hallo! Es ist gut möglich, dass einige seiner Funktionen nun andere Regeln folgen als bisher. Was? Du wirst hier wohl einige Besonderheiten bei der Bedienung des Fangkomms beachten müssen. Sehr interessant, obwohl es noch keinen Fangkomms gab in dieser Zeit, habe ich ihn noch bei mir und Moment, er ist ja mit mir in die dunkle Zeit gereist, also müsste er eigentlich noch ganz sein, oder? Hä? Paradox, Kopfschmerzen. Ich weiß, dass ich alles nicht ganz leicht für dich, Harry, aber trotzdem viel Erfolg. Tja. Na gut, Harry. An der Situation mit den Tempeln hat sich anscheinend nichts verändert. Wir zählen auf deine Hilfe! Sprich mich einfach an, wenn du einen anderen Tempel betreten möchtest. Ich werde das Tor für dich öffnen. Mach ich. So, willkommen in der Vergangenheit. Hey, Blindfa, lange nicht mehr gesehen. Wenn man das andrückt, dann macht es einfach so Blindfa, 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 Blindfa. Das ist richtig cool. So, das ist die Weise. Man nennt mich die Weise. Gibt es irgendwas, was du wissen möchtest? Jo. Und hier ist noch eine Art Klusa. Wahnsinn! Ziemlich viel. Und auch die Handlung ist hier. Also wenn die Story, falls man irgendwas vergessen hat, kann man hier nochmal nachlesen. Tja, ein sehr interessanter Ort. Und wenn ihr zurück wollt, einfach mit Sally besprechen, dann kommt ihr wieder zurück. Und was hast du denn, Flacker? Möchtest du einen Partner wechseln oder sein Level auf... Was? Level aufstufen? Blindfahr, Nummer 1. Achso, man kann hier auch das erhöhen. Oh. Erhöht die Intensität der Pokestärke. Macht Pokestärke schneller einsatzbereit. Das ist cool. Erhöht die Effizienz der Pokestärke. Was ist der Unterschied zwischen Stärkenlevel und Power? Das würde ich jetzt gerne wissen. Also ist schon ewig her, dass ich in der Vergangenheit war. Darum weiß ich hier schon einiges nicht mehr. Aber egal. Ich komme noch zurecht. So, und was hier wirklich abgeht, was es mit den Tempeln hier auf sich hat, Leute, da schauen wir uns im nächsten Part an. Bis dann und ciao. Und dabei in der Gegenwart die Zeit auch vergeht, das müsst ihr für sich entscheiden. Ciao!
Ich mag diesen Ort, der ist so mysteriös. Dum dum dum.